Willkommen auf meinem Kanal. Du möchtest einmal live dabei sein? Dann schau gerne auf twitch.tv/bibscard vorbei. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Game. Oh, fuck. Aber er hatte gerade ein schönes Lied an. Wie hieß das nochmal? Rose Duet, glaube ich. Ja, er hat Rose Duet an. Ich höre es ganz leise. Erfolg. Er hat Rose Duet an. Okay, vielleicht ist er gar nicht so ein schlechter Kerl. Nee, nicht Rose Duet. Flower Duet heißt das Lied. Flower Duet. Richtig cooles Orchesterlied. Bist du ein Dino-Fan? Before we get much further, I should let you know that I have some anger management issues. Now you know. Irgendwann mussten wir ihn ja kennenlernen. Ich bin mir noch nicht sicher. Zur Grenze? Nur nach Norden. Then just north it is. We sell scratch tickets if you're feeling lucky. Nein, danke. Ich hatte schon welche. Oh, okay. Now sit back and enjoy your ride with Happy Taxi. Boah, der hat eine coole Synchronstimme. Wow, das Ding ist cool. Was war das für ein Ding? Let's see who's contacting me now. Coole Stimme. How did they get this number? Alles in Ordnung. Wir können ruhig rechts ranfahren. Das ist kein Problem. Just a second. Der ist ja lustig. Es regnet. He's a no good son of a. Okay. I'm feeling much better now. Das ist schön, das freut mich. Go on and ask me a question if you want to. I know all kinds of things. Kann er Lieder von Frank Sinatra spielen? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt erstmal Flower Duet hier. Das ist ein wunderschönes Lied. Bringen Sie viele Jugendliche zur Jugendlichen zur Grenze? Wissen Sie irgendwas über Karma? Was ist Ihre Meinung zur Polizei? Frag ihn nach einer Pizza. Das würde ich gerne, wenn die Alternative bestehen würde. Da könnte Aitila sein, meinst du? Für mich ist das eher so ein Hausmeistertyp. Wissen Sie irgendwas über Karma? What goes around comes around. I know that. Ich verstehe, danke fürs Teilen. I saw you looking at my mags. Hast du etwa Augen hinten? Okay. Are you a fan of dinosaurs? I won't get angry if you aren't. Ja, bin ich. Good. Mag Dinosaurier. Speaking of dinos, have you seen this movie that came out? Gigantic Park. Wenn ich nein sage, ich bin mir nicht sicher. Ja, klar, habe ich das gesehen. Klar, natürlich. I don't know if I believe you. Musst du auch nicht. Sind wir bald da? Hey. Was ist? Lean forward. I want to show you something. Bitte halt mir keine Knarre an den Kopf. Bitte halt mir keine Knarre an den Kopf. Bitte halt mir keine Knarre an den Kopf. That's a portable VCR. Now I can watch tapes whenever I want. Das ist ja schön. When GP comes out on VHS in Petria, I'll watch it every day. Es freut mich. Das ist ein sehr cooler Videorekorder. Ich glaube, wir müssen irgendwie mit seinem Enthusiasmus fühlen. Community Run, keiner überlebt. Ja, ich glaube, bisher mache ich das also auch dank euch eben, ne? Sonst hätte ich nicht genügend Geld gehabt. Aber bisher läuft es ganz, ganz gut. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen ihn anspornen und ihm sagen, was halt auch cool ist, was er cool findet, ne? Deine Stimme ist super. Ich finde, also irgendwie finde ich ihn noch ganz nett.
Er hat zwar ein kleines Problem, aber er scheint mal eine Frau gehabt zu haben hier. Da war mal was. Das ist ein sehr cooler Videorekorder. My daughter would have loved Gigantic Park. Oh, ich glaube, das ist gar nicht so ein... Ich glaube, das ist ein... hat eine sehr weiche Schale, der Herr hier. Hätte. But she passed away. Oh. Es tut mir leid, das zu hören, Anteilnahme. Well, bad things happen sometimes. Ja. But I'll make it right. Okay. Ich bin sicher, das werden sie es in Ordnung bringen. And in the meantime, I won't think about that terrible thing that happened to her. Wahrscheinlich war sie... I'd become very angry if I did. Okay. Now, you should take a snooze. You're a teen and your brain is still developing. Danke für den Follow, Sebastian Mörl. Hallöchen, guten Abend, dankeschön. Mir noch schwierig, ihn einzuschätzen. Ich glaube, er will sich rächen an dem Tod seiner Tochter. Und ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen Grund, wie man mit den Menschen hier umgeht. Ich glaube, wahrscheinlich ist seine Tochter bei diesem Einsturz verstorben. Würde ich jetzt mal voraus behaupten. Erholen. Aber irgendwie vertraue ich ihm. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Immerhin können wir uns erholen. Ich glaube, er ist ein gebrochener Mensch. Hatte er einen Unfall? Und so weit fährt er dich für $12. Ganz schön weit, ne? Oh. Warum haben wir angehalten? Haben wir etwas angefahren? Warum haben wir angehalten? Engine trouble. Happens a lot. Hm, verstehe. Ist okay. Kann ich fliehen? Hat er eine geistige Behinderung? Ich glaube nicht. Ich meinte damit, er will, also seine Tochter ist ja offensichtlich gestorben. Ich glaube, er ist einfach ein sehr trauriger Mensch, der sich rächen möchte. Vermute ich jetzt mal. Vielleicht wachen wir in einem Wald auf. Hier ist weit und breit kein Wald. Okay, wir lehnen uns mal nach vorne. VHS-Kassette ansehen. Was steht da? Night of the Killer Pineapples? Ein Film über Rache und Ananas! Angelina? VHS-Kassette ansehen. Lola. Gerald hat eine Kassette im Taxi versteckt ansehen. Ich glaube, er wird doch bestimmt sauer, wenn wir einfach seine Kassetten uns anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass Lola seine Tochter war. Keine der Kassetten abspielen. Es sind seine privaten Sachen. Man wühlt nicht in den privaten Dingen von anderen rum. Aber es interessiert mich. Vielleicht kriegt er das ja nicht mit. Sorry about that. Ja, seine Tochter ist auf jeden Fall bei dem Einsturz gestorben. Sowas passiert, nehme ich an. I heard a noise earlier, like screaming. What was that? Gerald's kalter Zorn. Keine Ahnung, sie hören Dinge. Ach je. Ihr Lieben, man sollte niemals in privaten Dingen von Taxifahrern rumfummeln. Schaut euch das nicht an. Sie hören Dinge. Der Motor vielleicht. Oh, keine Ahnung. Oh Gott. Scheiße. Das wird jetzt unser Tod. Also ihm das vorwerfen würde ich nicht machen, weil er scheint ein Verrückter zu sein und er würde das irgendwie falsch aufnehmen. You're not lying, are you?
The VCR is warm. You watched one of my cassettes. Ich bin ehrlich. Which cassette did you watch? One is very private to me. Yes, you might lose your life along the way. But for each person that falls, another rises up. The trick is to keep moving forward. Ich bin ja nicht weit gekommen irgendwie. Das mit dem ganzen Geld, was wir uns erarbeitet haben, hat jetzt irgendwie nichts geschafft. Also das war jetzt alles umsonst. Gut, er ist aggressiv. Geldfutsch. Ja, das schöne Geld, was wir uns so hart erarbeitet haben. Aber gut zu wissen, dass wir gerade einen 14... Also, ihr wart jetzt daran nicht beteiligt. Ich habe einen 14-Jährigen getötet. Ich hätte auf mein richtiges Bauchgefühl hören müssen. Man packt einfach keine fremden Sachen an. Man macht das nicht. Man macht es nicht. Aber ich war neugierig. Uiuiui. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. The election is coming up. And this past weekend, ja, zu schön gewesen, the opportunity, ne? To attend a rally for Tyrak, which was open to all his supporters. What an amazing and wholesome event it was, with non-alcoholic refreshments and entertainment for the whole family. Thank you, Mr. President, for such a wonderful event. Our nation is blessed to have you at the helm. And here's to hoping for at least 10 more years with you. Big news, viewers. I've located a source who saw the missing teen I discussed in a previous episode. Let's call him now. Hello, you're on the air. May I ask what your name is? You can call me Gerald. Hello, Gerald. Say hello, everyone. Hello. So, hello. Gerald, you saw the missing teen? Yeah, I gave the kid a ride. Well, tell us more. Looks like the cat's got your tongue. I did want to say something else. Something to you, Sonia. What is it? I'm coming for you. Okay then, live TV folks, let's move on, shall we? Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters, probably members of the brigades. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Ach, wir haben noch wieder ein paar Remember, übrig. If you have any information, please call the Sonia hotline. Okay. Die Moral hätte auch sein können, du sagst, du hast nichts gesehen. Ja, Bibs Ehrlichkeit ist nicht immer gut. Ist im echten Leben auch so. Ich weiß, ich versuche es ja meistens schon noch mit Ehrlichkeit, aber das war nicht gut. Das war keine gute Ehrlichkeit. Ich dachte, damit kann man die Wogen glätten, aber take a good, hard look. Ja, ich guck genau hin. Mensch.
hört er sich an wie der Killer von Scream. Aber irgendwie mag ich seine Stimme, ne? Aber irgendwie finde ich die Stimme echt cool. Good, hard look. Ich glaube, es war in dem Moment vorbei, als die Kassette eingelegt wurde. Ich glaube auch. Ich hätte es nicht tun müssen sollen. Okay, wen nehmen wir als nächstes? Der, der mit den seit 22 Tagen hat ein bisschen Geld, aber keine Energie mehr. Ist aber etwas näher an der Grenze dran und ist 18. Ich würde gerne mal ein Mädel nehmen. Wir hatten jetzt zweimal einen Jungs hintereinander. Die hat aber nicht viel Geld. Aber vielleicht haben wir ja wieder Glück mit irgendwelchen Spielen. Ich würde mal das Mädel jetzt nehmen. Weil wir einfach zwei Jungs vorher hatten. Und ich hoffe, wir kommen 3 Meter weiter. Das wäre ja ganz wünschenswert. Thousands in this nation, including me. Think the law should be changed. If the people of Petria want Tyrak to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in our way? You're absolutely right, Minister. If that's what the people want, then they should have this. Petria, after all, is a democracy. Fahrzeugpapiere? Es scheinen registriert auf Ellen Winterbottom. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht unsere Fahrzeugpapiere sind. Schnell fahren. Im Moment, ich gucke mich noch um. Was haben wir hier? Spielen. Ah, immerhin dürfen wir unsere Kassetten, die wir finden, zumindest ja, mitnehmen. Ich finde das Lied ganz schön. Ist das hier? Ach, neue Kassette. Okay, dann stoppen. Können wir die neue Kassette reintun? Da, was ist das? Auch sehr entspannt. Tun wir die mal rein. Okay, was haben wir hier? Ein bisschen Duft. Ein Lufterfrischer fürs Auto von Petria Motors, dem einzigen Autohersteller in Petria. Petria Motors sorgt dafür, dass das Auto frisch riechen. Gut, danke schön dafür, das ist auf jeden Fall wichtig. Geht immer höher. Okay, wir fahren, wir können nur schnell fahren, ne? Wir können nur schneller fahren. Hallöchen, Andrena. Hi, guck auf die Straße. Na, wir müssen jetzt schnell fahren. Ihr müsst jetzt mit mir gucken. Hi, wie geht's dir? Ach, die Dame wieder. Die Dame wieder. Hallo? Runterkurbeln, spielen, schließen. Gott, ich merke schon, ich werde, glaube ich, jetzt keine Glückssträhne mehr haben. Any idea how fast you are going? I'm gonna need your license and registration. Ihre Augen, wow. Was nehmen wir? Natürlich, Ma'am. Nein, war das... Ich würde sagen, ihre Augen. Achtung, Kontrolle. Ja, null. Hä, da hatte doch ihr Auto... Die hat doch ihr Auto verloren. Ja, vielleicht sind wir irgendwie in einer anderen Zeitschleife oder so. Kid, I'm this close. Oder sie hat ein neues bekommen. Okay. Kommst du mit anderen Polizisten klar? Was denkst du über die Wahlen? Of course I have thoughts. Möchten Sie sie mit mir teilen? Was denn zum Beispiel? Sagen Sie es mir. Ich frage sie mal, ob sie die Gedanken mit uns teilen möchte. Not really. Sorry. Okay, alles in Ordnung. Ich respektiere deine Privatsphäre. Das ist selbstverständlich eigentlich. Well, good. Now, like I asked, schade. Your license and registration. Bitte sehr, Ma'am. Ja, es ist nicht, es ist, also, das gehört uns alles nicht. Oh Gott, ey. Bitte sehr, ich gebe es ihr einfach mal, ganz selbstverständlich. Elaine Winterbottom. Really? Ich habe Geld. Ich habe einen Dollar. Ich war eben erst beim Friseur. Ja, warum? You're 42 years old? Then you gotta tell me your beauty secrets. Just a second. You're in hot water. Oh nein. Das läuft nicht gut für uns.
Central, we got a situation here. Jetzt ist ihr Auto kaputt. Flora, kid. I got news for them. When you go for the queen, you better not miss. Okay. So schnell ändert sich's. Deswegen ist ihr Auto kaputt. Can't lose them, kid. Eine ganz schön lange Straße. Oh. Stehen die da oder fahren die auch? Stehen die da oder fahren die? Das ist knapp. Aber cool gemacht. Sehr cool gemacht. Wow. Kann ich schneller fahren? Weiß nicht. Drive faster, ja. Als ob. Du hast mich gerade deswegen angehalten. Nee. Wir stecken jetzt hier unter einer Decke. Kann ich irgendwas machen? Meine Güte, nee. There they are. Slow down, kid. Ich konnte nichts machen. Oh, wow. Oh, nein. Oh. Stop. Was ist das denn hier, ey? Wo bin ich gelandet? Tut mir leid, ne? Das war jetzt alles so ein bisschen schwierig. Das war cool. Wer sind diese Typen? Wie haben wir das Glück? 70% ist sehr hoch. Zeitlich ist bei dir aber nach dem Bus. Ich hätte das mit dem Bus nach dem hier. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum es kaputt ist. Du musst schießen. Ich habe mein Bestes gegeben. Vielleicht sagt sie uns jetzt auch noch, wer diese Typen waren. Ich hoffe, das funktioniert. 70% ist recht hoch. Black Brigades, dangerous activists, stay away from them. I should have never gotten you wrapped up in this. What was I thinking? You should go, before all the cops get here. Das ist ein Scherz, oder? Das ist Anstiftung. Das ist ein Scherz? Ein Scherz? Witzig. Haha. Go! In Ordnung, auf keinen Fall. Wir stecken hier zusammen drin. Ich möchte sterben. Ich habe gerade so eine Sterberate hinter mir. Ich kann dich hier nicht alleine lassen. Aber okay. Ich gehe einfach mal. Tschüss. Ciao. Ja, ich habe sie jetzt alleine zurückgelassen. Ne? Schade, dass ich nicht zurückgucken kann. Hallöchen, Mr. Rage Game. Hallöchen, guten Abend. Moment. Zugriff auf neue Dialogoptionen bei Gesprächen mit der Polizei. Ach. Ach, krass. Da hat sie was liegen lassen. Oh, wir haben keinen Tank mehr. Zum nächsten Ort fahren. Ich will vorher was trinken. So, jetzt können wir zum nächsten Ort fahren. Ich bin nur kurz da. Ja, kein Problem. Hallöchen, guten Abend. Wie diese Schilder so aufploppen. Ach, guck mal, wir haben ganz gut Strecke gemacht.